Hab ein Paket von Udo bekommen und das muss ich doch mal schnell aufmachen. Und zwar hat er mir ein paar Projekte zu Ende gemacht. Hier ist jetzt eine vernünftige Nagelrille drin. Sehr dezent, aber deutlich, dass man hier mit dem Nagel rein kann, um den Detent zu überwinden. Und wie ihr merkt, bei diesem Fuwa ist hier der Flipper weg. Das heißt also, das ist jetzt ein legales Zweihandmesser. Und hat er gut gemacht. Finde ich toll. Ja, das war mir ein Anliegen. Ich habe es mich nicht weiter rangetraut, aber ich wollte dieses Messer, das man wirklich nicht mit zwei Händen, mit einer Hand aufkriegt, wollte ich so gerne zweihändig öffnen. Oh. Ist noch ganz kalt von draußen, kommt gerade vom Postboten. Gut, Nummer 1. Das hat er mir geschärft. Guckt euch das mal an. Die Klinge steht bei 45 Grad auf dem Nagel. Ohne abzurutschen. Cool. Nummer 2. Oh, das hat er mir doch zurückgeschickt. Aber geschärft. Da war mir die Klinge hier abgebrochen. Und hat er repariert. Gut, dann ist es irgendwann mal ein Giveaway. Das ist die Scheide, die haben wir drauf. Hier ist mein Mercator, das hat er geschärft. Wie man sieht, mit einer polierten Schneide. Wunderbar. Von den Klappern ist es mein Lieblings-EDC. So, das trage ich aber manchmal eben nicht in der Hose, sondern um den Hals. So, Brettchen sind zurück von einem Projekt. Schön. Sehr schön, das sehe ich. Das war von mir angefangen. Oh, klasse. Da muss ich jetzt noch einfach nacharbeiten, hat er mir aber auch schon gesagt. Das liegt gut in der Hand jetzt. Das war vorher zu bulkig mit meiner Erdnuss oder Kartoffel. Und eine Bolteron-Scheide, die sauber hier sozusagen reingeht. Also da, sogar hier wird es noch nicht rausfallen. Erst hier fängt es an locker zu werden. Schön, aber immer noch einhändig bedienbar. Oh, klasse. Und ich wollte es diesmal hier rechteckig haben, statt ganz rund, damit ich hier dann eben auch eine Paracord-Wicklung anbringen kann und so meine, ja, ich schätze mal, 1,50 Meter, 2 Meter Paracord hier noch rumbringe. An der Klinge hat er nichts weiter gemacht. Das scheint schon gehärteter Stahl zu sein. Da muss ich mal irgendwann jemanden finden mit einem Bandschleifer, wo ich hier quasi diesen, ja, Art Scandi-Schliff noch ein ganz bisschen vom Winkel her verändern kann. Also das habe ich jetzt auf 45 Grad. Das Projekt könnte mal irgendwann weitergehen. So, das habe ich käuflich erworben. Oh, schön. Das ist natürlich, schaut mal meine Hände an. Das ist ein voller Griff und noch was rechts
hier noch über. Ich glaube, das war ein Enso mit Lederscheide. Super Sache. Super Sache. Danke, Udo, dass ich den Zuschlag bekommen habe. Und mein Spiel, die waren einfach nur Messer zum Spielen. So Dekomesser bzw. Käsemesser. Das ist wichtig. Und mein Irkutski hat er mir repariert. Schön. Wunderbar. Und zwar habe ich Multiplex geschnitzt, aber falsch. Ich bin so rein und habe dann so gehebelt und das war natürlich zu viel des Guten. Er meint, es wäre billiger Stahl. Da werde ich aber nochmal gucken, dass ich eine Rückmeldung vom Hersteller bekomme. So, und damit ist mein Lieblingsküchenmesser wieder zu Hause. So, also vielen Dank, Udo, dass du das alles gemacht hast. Hier zwei Radnagel, Haue, geschärft, repariert und geschärft, geschärft. Und mein neues Udo Poco mit modifizierten Scandi-Anschliff und Udos stabiler Spitze. Echt krass, das Ding. Das ist wirklich stabil. Gut, da ich mir ein neues Udo Puco gegönnt habe, darf ein anderes in den Gierkreislauf. Und das wird dieses hier sein. Einer meiner früheren Udopukus mit einem Carbonstahl. Ganz zuverlässig, ganz schön. Aber das wird es irgendwann dann mal wieder für jemanden geben. So. Und in diesem Sinne, danke. Wie sagt Udo immer so schön? Peace and cut.